Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist Donnerstag, der 3. Dezember und wie gewohnt die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Deutschland, Bayern, Würzburg, Kitzingen, Schweinfurt. Wir schauen wieder wie gewohnt auf die Intensivstation und oh Schreck, der Lockdown wird bis Januar verlängert. Wir gucken uns das mal genauer an, aber zunächst die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Deutschland. Positiv getestet 1.106.789 Personen. Gesundet 800.000, verstorben 17.602, hospitalisiert Stand 11 Uhr 3.969, macht somit 289.187 Personen in ganz Deutschland positiv getestet, sind im Prozent 0,34% der Bevölkerung in ganz Deutschland positiv getestet. Und ich wurde jetzt gestern angefragt, warum die Zahlen der Gesundeten immer glatte Zahlen sind. Wir haben da mal beim Gesundheitsamt nachgefragt, die Auskunft war recht vage. Man kann das mal so feststellen, dass man die Gesundeten nicht immer alle unbedingt zeitnah registrieren kann, denn wenn jemand aus der Quarantäne entlassen wird, dann kann das mal die Verzögerung sein, bis es eingemeldet ist oder überhaupt gemeldet ist. Und deswegen weiß man die Verstorbenen exakt und die Infizierten, in Anführungsstrichen, auch exakt. Naja, wir haben ja gestern gesehen, die Gesundheitsämter sind überlastet, weit hinten dran. Also ich glaube, von den Zahlen ist momentan nichts so richtig exakt. Aber dazu kommen wir später noch genauer. Die Zahlen aus Bayern positiv getestet, 217.949 Personen, gesundet 159.100, verstorben 4.057, hospitalisiert Stand 11 Uhr 670, somit aktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 54.792, macht in Prozent 0,41% der Bevölkerung im Freistaat Bayern positiv getestet. Die Zahlen aus Würzburg positiv getestet 3.547 Personen, gesundet 3.183 Personen, verstorben 83, somit aktuell positiv getestete Personen im Landkreis Würzburg 281, macht im Prozent 0,09% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Würzburg positiv getestet. Und hier haben wir jetzt eine kleine Änderung. Hier sind die Gesundheiten nicht aufgerundet. Und das kommt vielleicht daran, dass die Zahl in Würzburg direkt vom Gesundheitsamt stammt. Ja, das ist alles immer ein bisschen wirr, aber wir versuchen da immer ein bisschen Licht reinzubringen. Die Zahlen aus Kitzingen, wie gewohnt, immer ein Tag Verzögerung, also Stand 2.12. gemeldet am 3.12. Positiv getestet 977 Personen, gesundet 849, verstorben 8. Aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Kitzingen 120, macht im Prozent 0,13% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Kitzingen positiv getestet. Wir schauen nach Schweinfurt, positiv getestet 3.051 Personen laut dem RKI vom 3.12., gesundet 2.549 Personen laut dem Gesundheitsamt Schweinfurt vom 2.12., verstorben 73, somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt 429, macht im Prozent 0,25% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Schweinfurt positiv getestet. Wir gucken auf die Intensivstationen wie jeden Tag. Stand 11 Uhr am 3.12. und auch hier sehen wir wieder Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. In Bayern liegen wir bei 16,9%. Ja, was soll ich sagen? Jeden Tag das Gleiche. Es ist und bleibt entspannt, egal was Sie uns melden und egal was Sie uns erzählen. Das waren soweit die Zahlen und wir gucken jetzt einfach mal, was es denn die letzten 24 Stunden so gab. Denn der neue Bericht vom RKI, der Surveillance-Bericht, kam raus und ich wurde gefragt, ob man nicht mal mit einbauen kann, wie das gerade mit der Testsituation ausschaut. Haben wir natürlich gemacht. Und hier sehen wir, wir haben in der KW 48 1.312.802 PCR-Tests in Deutschland durchgeführt. Davon waren 121.830 mit einem positiven Ergebnis. Somit 9,28% war die positiven Rate. Ja, und man sieht, die Tests sind ungefähr immer jetzt die letzten Wochen gleich. Also es geht eigentlich ab der 45. KW um knapp 300.000 nach unten. 6, 7 und 48 haben wir um die 1.300.000 Tests gemacht. Also man sieht, die sind natürlich schon gegenüber der in der KW 44, 43
und 45 schon nach unten gegangen. Jetzt gucken wir mal, wie es mit dem Rückstau ausschaut. Im Moment haben wir nämlich in der KW 48 53 Labore, die einen Rückstau melden, und in Summe sind 14.091 Tests momentan noch rückständig. Da haben sie wieder 3.000, fast 3.000 abgearbeitet in einer Woche. Naja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt, nachdem ja jetzt viele sich dann vor Weihnachten testen lassen möchten, um Verwandtschaftsbesuch zu machen. Aber da gibt es vielleicht noch eine Änderung. Zum Ersten, gestern Abend, unerwartet, der Teil-Lockdown wird bis zum 10. Januar verlängert. Wie die darauf gekommen sind, ich kann es gar nicht eruieren. Ich bin sehr überrascht, denn eigentlich wäre das nächste Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten am 20. Dezember gewesen. Jetzt hat man aber sich gestern schon entschieden, den Lockdown auf alle Fälle bis zum 10. Januar zu verlängern. Und ja, überraschend, und ich finde es auch krass, weil bis zum 20. wäre ja noch Luft gewesen, da hätte sich ja noch einiges entwickeln können, wenn die immer so auf diese vagen Zahlen vom RKI schauen. Aber man hat vielleicht gedacht, nee, machen wir gleich, da müssen wir uns am 20. nicht mehr treffen, denn das nächste Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten ist am 4. Januar. Also bis dahin ändert sich eventuell erstmal nichts, außer natürlich in Bayern. Corona: Söder besucht Hotspot in Bayern und kündigt Pressekonferenz an. Schärft er die Regeln nochmal nach? Das wird er voraussichtlich tun. Es war gerade eine Pressekonferenz von unserem Herrn Söder. Und in der Pressekonferenz war ganz klar, dass, wenn sich die Zahlen nicht verändern, was sie im Moment auch nicht getan haben, trotz dem Lockdown, den wir bisher haben, wird das wohl an Silvester nochmal nachgeschärft. Und da bleibt es echt spannend, was der wieder für einen Sonderweg in Bayern macht. Denn Söder deutet ja schon den härteren Lockdown an. Mecklenburg-Vorpommern schert jetzt schon aus. Die haben niedrigere Zahlen. Die wollen das Ganze nicht mitmachen. Der Söder möchte verschärfen. Aber letztendlich, Resümee: bis zum 10. Januar bleibt erstmal alles so wie gehabt. Ja, die Gastronomen werden da ganz schön ja, durch ein tiefes Tal gehen müssen, wie wir alle wissen. Ist alles zu, bleibt zu, das Weihnachtsgeschäft fällt weg. Es gibt diese sogenannten Hilfen, und da sind jetzt schon 100.000 Anträge vom November unbearbeitet. Also so viel da dazu. Dann gab es noch ein Update vom 2. Dezember, also gestern Abend, nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Markus Söder hat eine möglich weitere Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern angedeutet. Das hat er heute nochmal bestätigt. Man werde irgendwann überlegen müssen, Maßnahmen an einigen Stellen noch zu vertiefen. Die Frage ist, ob wir das Land die ganze Zeit in dieser von Halbschlaf halten können oder ob wir nicht irgendwann nochmal überlegen müssen, an einigen Stellen sehr deutlich und konsequent tiefer heranzugehen. Ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Ich befürchte nichts Gutes. Dann auch eine neue Empfehlung von der WHO. Ich habe es gedacht, ist ein Spaß, aber die meinen das wirklich ernst. WHO spricht Empfehlung aus, Maske sofort auch zu Hause zu tragen. Die World Health Organization empfiehlt, Masken ab sofort auch zu Hause zu tragen. Der Mundschutz soll vor einer Corona-Infektion auf engem Raum schützen. Ja, was soll man dazu sagen? Besonders bei geschlossenen Räumen mit vielen Personen können ein Mund-Nasen-Schutz Covid-19-Infektionen verhindern, ist die Aussage der WHO. Aber die Studienlage zu den Masken von SARS-CoV-2 ist widersprüchlich. Ja, das stimmt, da haben wir schon mal drüber berichtet. Im Kampf gegen Corona empfiehlt die WHO nun, dass ein Mundschutz auch zu Hause getragen werden soll. Mund-Nasen-Schutz gehört mittlerweile schon längst zum Alltag. Für manche ja, für manche aber auch überhaupt nicht. Also das als Alltagsmittel jetzt schon einzuetablieren und uns das einzuimpfen, nö. Auf öffentlichen Plätzen besteht bereits Maskenpflicht, doch nach Ansicht der WHO reicht das wohl nicht. Die Gesundheitsorganisation empfiehlt ab sofort, zu Hause auch die Maske zu tragen. Ja, die WHO sagt das, und zwar Mundschutz gegen Corona, das sagt die Studienlage. Was sagten die dazu? Schon zu Beginn der Pandemie wurde darüber diskutiert, wie sinnvoll ein Mundschutz wirklich ist. Wir haben uns damals, können uns erinnern, der Herr Drosten hat gesagt, dass das überhaupt nichts bringt. Die Studienlage sei ja da wohl klar, also da gibt es gar nichts, was dafür sprechen würde. Da müsste man sich eventuell nochmal drüber unterhalten. Mittlerweile braucht man sich gar nicht mehr drüber unterhalten, es ist einfach gesetzt. Wie die deutsche Presseagentur berichtet, wurde im November 2020 eine Studie veröffentlicht, welche die Corona-Infektionsdynamik unter rund 5.000 Probanden untersuchte. Aha. Dabei wurden zum Teil Masken getragen und zum Teil auf einen Mundschutz verzichtet.
Laut Studie hätte eine Maske keinen merkbaren Einfluss auf das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus gehabt. Kleinere Studien hätten aber festgestellt, dass das Maskentragen im Kontakt mit Infizierten das Ansteckungsrisiko deutlich senkte. Andere Studien hätten Regionen mit und ohne Maskentragepflicht verglichen und einen Rückgang von Covid-19-Krankungen dort festgestellt, wo Masken getragen wurden, so die dpa. Also wieder mal ein Abschnitt, zwei Meinungen. Oben sagt man, 5000 Probanden untersucht, die einen Mundschutz, die anderen nicht, und es gäbe keinen merkbaren Einfluss. Aber das kann man ja momentan in den Mainstream-Medien nicht so stehen lassen. Also gleich nochmal unten, doch, es gibt einen Einfluss. Also nicht, dass wir noch auf die Idee kommen zu sagen, Mundschutz wäre nicht sinnvoll. Naja, gut. Zu allem Übels aus der Politik, beziehungsweise erstmal zum Herr Wieler. Der hat heute früh auch nochmal eine Pressekonferenz gegeben und ein ganz mieser Ausspruch war, sie tun es auch für Oma und Opa. Bitte, die Kinder so zu indoktrinieren und zu sagen, wenn du das und das nicht tust, wenn du keinen Mundschutz trägst, wenn sich so viele im Haushalt treffen, dann werden Oma und Opa drunter leiden, widerlich, Herr Wieler. Schämen Sie sich. Aber unsere Politiker schämen sich überhaupt nicht, denn gerade heute früh aktuell beschlossen, Bundestag zahlt Abgeordnetenmitarbeitern Corona-Bonus. Naja, klar, warum nicht? Also nicht nur die Mitarbeiterinnen, sondern auch die Abgeordneten von den Büros bekommen einen Bonus, während unser eins gar nichts bekommt und noch bis zum 10. Januar sowieso schon mal gleich wieder alles zulassen darf, machen die sich mal schön noch ein Weihnachtsfest. Ja, so ist es in Deutschland momentan. Das war es soweit von den Zahlen. Ich bin da heute ein bisschen irritiert gewesen, weil mit dem neuen Lockdown hat keiner gerechnet. Es gibt da ganz viele Meldungen gerade, zum Beispiel Italien keine lässt die Skipisten zu, Österreich lässt die Skipisten zu. Wer von Österreich nach Deutschland zum Skifahren gehen will oder umgekehrt, braucht 10 Tage Quarantäne. Also wahnsinnig viele Meldungen. Wir gucken einfach mal, was da die nächsten Tage noch kommt. Ich sag's immer wieder, es kommt jeden Tag immer wieder was Neues, wo du denkst, das kann doch nicht sein. Doch, es ist immer wieder neu und neu und neu und neu. Tja, das waren die Zahlen. Ich sag zumindest mal für heute danke fürs Zuschauen. Noch einen ganz besonderen Dank, und das meine ich ganz ernst, geht an den Axel und den Ludger. Ich sag danke für eure Unterstützung. Hab mich sehr gefreut, denn ohne euch ist das nicht immer möglich. Auch für die wirklich vielen netten, tollen Kommentare. Wenn auch ihr mich unterstützen wollt, erfahrt ihr darüber alles in den Kanal-Infos. Wie immer, mein Tipp, bleibt entspannt, bleibt in der Mitte. Wir gucken immer, wie es wirklich ausschaut. Lasst euch nicht verrückt machen. Ich sag danke, schön fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen möglichst entspannten Donnerstag, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Und sag tschüss, bis morgen.